Klaus von technofil.de auf der IFA Tag 2. Ich bin hier bei Arkos und habe das Arkos 50B Platinum für euch. Ein 5 Zoll Gerät mit MediaTek Quad-Core CPU. Das dürfte der MT6582 sein, schätze ich mal. Dual-SIM-Gerät mit einer relativ einfachen Ausstattung. 4 GB Speicher, 1 GB RAM. Aber immerhin ist schon eine 8 GB Micro-SD-Karte enthalten. Man kann natürlich auch größere in das Gerät reinstecken. Das Display hat eine für die Größe relativ geringe Auflösung, die QHD-Auflösung, also 540 Pixel in der Breite, 960 in der Höhe. Eine Besonderheit ist, dass hier auf der Frontseite neben der 2-Megapixel-Frontkamera noch ein Blitz vorhanden ist, also ähnlich wie wir das von manchen Acer-Modellen kennen, kann man sich hier bei den Selfies dann noch beblitzen, also auch im Dunkeln noch Selfies machen. Herausstellungsmerkmal ist zum einen der sehr attraktive Preis von knapp 130 Euro UVP. Dafür bekommt man ein sich doch recht solide anfühlendes und auch sehr flüssig funktionierendes Gerät. Und ich muss auch sagen, das Display macht einen relativ guten Eindruck. Hier so über die Ecken geschaut, ja, hier verblasst es ein wenig, aber keine großen Farbkipper oder ähnliches. Das sieht ganz, ganz gut aus. Eine zweite Besonderheit ist das Design. Zum einen relativ schön flaches Gerät. Es wirkt zwar relativ schwer, aber flach. Und ihr seht es jetzt schon hier, habe ich eine pinke Variante ausgewählt. Das Witzige bei dem Gerät ist, dass es direkt mit drei verschiedenen Rückcovern kommt. Und zwar sind beim Gerät in der Packung direkt mit drin nicht nur hier diese pinke Rückseite, sondern auch eine schwarze. Man kann das hier im Licht so ein bisschen sehen. Die sind alle so ein klein bisschen strukturiert. Ist wie so eine Schraffur drin und eine himmelblaue, würde ich mal das bezeichnen. Dazu kommt dann noch hier so eine Silikon-Bumperhülle, die man nochmal da drum machen kann. Finde ich aber bei den knalligen Farben fast schon schade. Und wie gesagt, die 8 GB Micro-SD-Karte ist auch direkt mit dabei. Also für ganze 130 Euro ein ziemlich komplettes Paket. Schauen wir uns noch mal ein klein bisschen die Software auf dem Gerät an. Wir haben hier ein größtenteils unverändertes Android 4.4.2 drauf, also recht aktuell. KitKat ist installiert. Eigentlich die typische MediaTek-Ausstattung mit der Dual-SIM-Verwaltung und den diesen Add-ons. Das zeitbasierte Ein- und Ausschalten sehe ich jetzt gerade hier nicht. Aber ansonsten das, was wir halt so von vielen anderen MediaTek-Geräten auch kennen. App-mäßig, wir sind jetzt hier im App-Drawer drin, finden wir eine ganze Reihe Sachen vorinstalliert. Offensichtlich kooperiert Arkos mit Gamesloft. Wir haben hier also die, sagen wir mal, diese Werbe-Apps von 100% Games und verschiedene Spielchen vorinstalliert. Dann gibt es einen Arkos Video- und Musikplayer. Arkos kommt ja so ein bisschen aus der Media-Player. Geschichte raus. Von daher macht das natürlich Sinn, dass man da Wert drauf legt, auch Wert drauf legt, dass alle HD-Formate dekodiert werden können und ähnliches. Ja, und so ein paar andere Apps sehe ich hier auch noch, News Republic und so weiter. Ich würde sagen, ein ganz spannendes Gerät, vor allen Dingen für den Preis. Ich habe mich mal darum beworben, das auch testen zu können in nächster Zeit. Und dann wollen wir mal schauen, wie das auch bei euch so ankommt. Soweit vom Arkos 50B Platinum. Wem dieses 5 Zoll Format vielleicht ein bisschen zu groß ist, der sollte sich ein anderes Video von mir angucken, nämlich das Arkos 45C Platinum dürfte dann vielleicht die richtige Wahl sein. Soweit von hier vom Arkos 50B, Klaus von technofil.de.